Meister Ignaz Binz in Brem an der Mosel zeigt: Backen am laufenden Band. Hier Lothar beim Aufsetzen der Brötchen. Das ist meine Wenigkeit. Alle Sterne fragte ich, Rosa Maria. Beim Aufsetzen der Brötchen. Rosa Maria, und da sprach der Sterne Schein, Rosa Maria, er ist nicht nur ganz allein. Hier wird der Brötchenteig gemacht. Das Einsetzen der Brötchen mit dem Rollband. Auf jedem Band sind ca. 90 Brötchen. Auf die Brötchen erhöht die Volumen. Die ersten Brötchen kommen nach einer Viertelstunde wieder heraus. Goldbraune Brötchen. Und das sind die Schösschen oder die Doppelweg. Apfelriemen. Er wird mit einem Gitter gelegt. Thank you.
Die Kuchen sind jetzt gebacken, von jeder Sorte. Und die Kränze, das sind nur Jährchen. Große viereckige Streuselkuchen. Das ist der Teig für die neuen Neujährchen. Sie werden jetzt abgewogen. Kränze werden auf der Maschine lang gemacht. Das Flechten der Neujährchen mit Geschicklichkeit. Zur Gare bleiben sie etwa Viertelstunde stehen. Hier im Ofen sehen wir die Kränze jetzt. Sie werden halb goldgelb gebacken. Gebackene Neujährchen. Elfriede, zeig uns deine Neujährchen. Macht hier den neuen Teig für Brot und er muss gefühlt werden nach der Stärke. Abwiegen der Brote und anschließend werden die Brote gewirkt. Auf die Maschine, auf das Rollband. Und in die Körbchen gelegt. Thank you.
Die Brote stehen zur Gare. Jetzt kommen die Brote auf das Rollband. Und das Einsetzen der Brote jetzt. Außer den Körbchenbrote gibt es auch freigeschobene Brote. Die unteren Brote sind zu weit aufgebacken. Nach circa 50 Minuten werden die ersten Brote ausgebacken. Mit Frischwasser erhalten die Brote einen schönen Glanz. Das Auge will ja auch was haben. Das sind die Brote. Sie sitzen alle sehr schön da. Und das alles für die Note 1. Und am 31. Dezember eines jeden Jahres wiederholt sich das. Die Chefin kommt selbst mit den Grenzen. Die Oma Berch bereitet uns das Essen in der Küche vor. Und das mit 80 Jahren.